bin sofort für euch da. Er lest doch in der Zeit vielleicht schon mal einen Comic. Hallo liebe Comic-Freunde und die, die es noch werden wollen. Ich bin Stefan vom YouTube-Kanal und Blog I Am Nerd und heute geht es in der Kategorie Schräger Spaß in den Gaming-Bereich, genauer gesagt zu Minecraft. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich nach dem Zocken direkt mal hier an meinem Schreibtisch hocken bleibe und dieses Video für euch aufnehme. Und nun kommt auch Roman Fink alias Aerosol ins Spiel, seines Zeichens YouTuber und Let's Player, der es unter anderem durch seine Minecraft-Videos auf inzwischen fast 2,4 Millionen Abonnenten gebracht hat. Also wenn das nicht eine Menge ist. Aus seiner Liebe zum Detail und der vielen Arbeit, die er in seine Videos steckt, sind dann auch irgendwann Comics entstanden, von denen es der inzwischen vierte Band zum Gratis-Comic-Tag am 14. Mai geschafft hat. Und wenn es soweit ist, dann wird es sogar schon den fünften Band geben, der am 1. April erscheint und das ist kein Scherz. In diesem Jahr könnt ihr auf jeden Fall einige Seiten der Geschichte, wie ich zu jung für die Schule geworden bin, kostenlos lesen und schauen, ob Aerosols Comics auch etwas für euch sind. Und um mich ordentlich auf dieses Video vorbereiten zu können, hat mir der Verlag Community Editions die ersten vier Bände der Aerosol Adventures zur Verfügung gestellt, die ich natürlich auch direkt geschmökert habe. Darin erleben wir die kleinen Abenteuer von Romans Spielcharakter Aerosol, der sich in lustigen Geschichten nicht nur mit der Schule herumschlagen muss, sondern darüber hinaus auch in ganz verrückte Situationen gerät, die ihn immer irgendwie wieder vom Lernen abhalten. Ob er nun beim Vokabellernen für den Englischtest vom Weg abkommt und dann gleich auch noch die Welt von einem bösen Magier rettet, von seiner besessenen Freundin Max in die Geisterdimension geschickt wird und dort in der Schule nachsitzen muss, oder ins Gefängnis muss, weil er mit seinen Freunden in einem gestohlenen Polizeiauto unterwegs war. Es wird immer lustig. Und im Abenteuer vom Gratis-Comic-Tag werden Aerosol und sein Kumpel Glubux von einem Kronos-Würfel verjüngt und statt in die Schule gehen zu können, werden sie von einem übereifrigen Schülerlotsen direkt in den Kindergarten verfrachtet. Und aus dem müssen sie jetzt irgendwie entkommen. Zusammen mit seinen Freunden Dr. Auge, Professor Nase, Max und Glubux erlebt der Comic Aerosol immer wieder kurzweilige und verrückte Abenteuer, die sich bestens für junge Leser eignen, da die Geschichten simpel gehalten sind und mit knallig bunten Bildern unterlegt sind. Dabei handelt es sich aber nicht um die typischen Comiczeichnungen, sondern um an Minecraft angelehnte 3D-Grafiken, die aber mit etwas mehr Detail daherkommen, um die Welt der Comics etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Darüber hinaus sei noch erwähnt, dass alle Aerosol Comic Adventures im hochwertigen Hardcover und natürlich in Farbe sind. Insgesamt perfekt für Neuleser ab 8 Jahren, die sich für Gaming interessieren oder einfach ihren ersten Comic lesen wollen. Man wird ja auch nicht umsonst Spiegel-Bestseller-Autor. Ansonsten denkt ihr natürlich dran, am 14. Mai ist wieder Gratis-Comic-Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.